Mein Name ist Steffen Rohde. Ich bin jetzt schon seit zweieinhalb Jahren knapp bei der Hanse Merkur Versicherung, dort im IT-Hardware-Bereich unterwegs. Ich bin Niklas Barkosch, Informatikkaufmann bei der Hanse Merkur. Steffen und ich kümmern uns gemeinsam um Hardware-Spenden, die die Hanse Merkur für wohltätige Organisationen durchführt. In diesem Jahr war ich das erste Mal beim Hanse-Merkur-Kinderschutzpreis dabei und durfte dort die technische Unterstützung machen. Ja, und das hat mich wirklich, die ganzen Vorträge und alles, haben mich wirklich sehr berührt und haben mich zu dem Entschluss gebracht, dass auch die Hanse-Merkur viel alte Hardware hat, die wir gerne gemeinnützig den Verein zur Verfügung stellen wollen. Und hat in mir auch ausgelöst, dass ich einfach selbst einen Verein gründen wollte und einfach selbst machen wollte und wirklich zeigen wollte, wo wir oder was wir erreichen können. Steffen ist die geniale Idee gekommen, Mensch, wir können selber was bewegen, wir machen selber etwas und hat mir dann von der tollen Idee vom Verein erzählt und wo ich natürlich sofort Feuer und Flamme war und gerne dabei auch unterstützen möchte. Second Life IT ist ein wohltätiger Verein, um Hardware, die nicht mehr benötigt wird, sinnvoll weiter zu nutzen und sozusagen die Erlöse auch sinnvoll für wohltätige Zwecke zu nutzen. Ja, wir haben jetzt die Hanse Merkur eine große Ladung an PC-Hardware, sprich 10 PCs sind es, 10 Notebooks und auch viele Monitore zur Verfügung stellen wollen. Ja, die Hardware geht dann an die Kinderschutzambulanz in Remscheid und dort wird sie ihr zweites Leben bekommen auch. Dort werden die PCs wieder neu eingerichtet und sind dann einfach wieder technisch auf einem neueren Stand unterwegs. Ja, Steffens Arbeit löst bei mir oder bei uns Dankbarkeit aus. Das ist einfach toll. Mein Name ist Wolfgang Köppel. Ich bin hier als Therapeut angestellt in der ärztlichen Kinderschutzambulanz Bergisch Land. Meistens sind die Kinder hier nicht so, dass sie freiwillig hier hinkommen, sondern die Kinder kommen hier hin mit viel Druck, mit viel Leid. Sachspenden helfen uns in unserer täglichen Arbeit, viele, viele Bereiche, die sonst viel Geld kosten, einfach auszugliedern, damit wir das in sinnvolle Arbeit mit den Kindern stecken können. Und wenn wir das noch in Personal stecken können, dass wir auch noch mal mit ein, zwei Stunden mehr mit den Kindern arbeiten können, mit unterschiedlichen Professionen auch hier dann arbeiten können, dann hilft uns das, dann hilft das auch den Kindern. Mein Name ist Claudia Wellner. Ich arbeite seit fast 2 Jahren in der Kinderschutzambulanz im Sekretariat. Also die Kinderschutzambulanz benötigt auf jeden Fall eine gute PC-Ausrüstung. Fürs Sekretariat sehr wichtig, auch große Bildschirme, damit man die Terminkoordinierung auch schneller und einfacher bearbeiten kann. Also die Spende löst wirklich große Freude aus. Das ist schön, das ist wertschätzend, man freut sich. Ja, wie die Idee angefangen hat beim Kinderschutzpreis und wir die Sachen hier vorbereitet haben, alles eingepackt und hatten viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist so, ja, man ist hier, man sieht die Hardware, man ist glücklich, man hat positives Feedback bekommen, wenn man die Hardware eben so ein bisschen vorgestellt hat den Angestellten hier. Also es ist ein tolles Gefühl einfach zu sehen, man hat es geschafft, wir sind angekommen, wo wir wollten und wir haben eine riesige Menge an Hardware bewegt.